erstaunlicherweise, wenn du das machst, erinnerst du mich unglaublich an meine Mutter. Was glaubst du, warum ich hier bin? Ja, damit wir uns gegenseitig positiv aufreiben und einen guten Kern herausfinden. Das war die 61. Der Bus gerade. So, okay. So, jetzt gucken wir eins kurz rum, ob hier was passiert ist, aber nicht. Jetzt hat der Thomas den Text vergessen. Cool. Seine unendliche Güte brachte den eifrigen Verfolger zur Besinnung. Die häufigen Mahnungen der geliebten Frau ließen ihn das Gift des angeborenen Unglaubens ausspeien. Da sind wir es nämlich. Glaubenssätze und Ausspucken, das sind die zwei Sachen, mit denen du dich zu befassen hast. Und in der heiligen Taufe wusch er das Erbübel unserer Herkunft ab. Und fortan folgten ihrem geliebten Haupt und Herrn die bis dahin zurückgehaltenen Glieder seines Volkes und scharten sich im hochzeitlichen Kleide zu den übrigen Jüngern Christi. Ihr erster Bischof Jordan mühte sich sehr um sie, indem der eifrige Mann durch Wort und Werk sie zur Mitarbeit am Weinberge des Herrn lud. Da freuten sich mit Recht gemeinsam die Gatten, der Mann und die edle Frau, und alle, die ihnen unterstanden, waren froh ihrer Vermählung in Christi. Nein, in Christus, ich hab's falsch gemacht. In Christus. Mit der Präzision ist richtig. Bittet ihn herein, den Gesandten des Kalifen von Cordoba. Mischko, Herzog der Polanen, seid gegrüßet, oder wie wir in unserer Sprache zu sagen pflegen, Salam alaikum. Mieszko, achso, es erfreut mich zu meiner Vermählung mit der Prova, nein, es erfreut mich zu meiner Vermählung mit Dubrava, einen so weit gereisten und ehrenwerten Mann wie euch, Ibrahim ibn Jakob, begrüßen zu können. Viel habe ich vernommen von euren Schilderungen aus den Reichen der Polanen, Wenden, Abutriten und Lutizen. Hier ist nämlich richtig geschrieben. Ihr habt der Welt ein wahrhaftiges Bild von den slawischen Stämmen verkündet. Dafür gebührt euch Dank und ein Platz an meiner Tafel. Ihr kommt aus Prag vom Hofe meines künftigen Schwiegervaters. Habt ihr eine Botschaft für mich? Bei all meinen Göttern, die heilige Lanze. Sie brachte vor 10 Jahren dem Kaiser der Christenheit den Sieg über die Magyaren. Kein Gott neben mir? Glaube und erfahre ewiges Glück wie im Himmel, so auf Erden. 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 Wer sagt mir, dass es wahr ist?
Strafen für die Bösen, Belohnung für die Gerechten, höhere Reisende aus fernen Landen. Ich weiß nicht, ob meine Ahnen mir zürnen und ob es die meinen mir gleich tun. Ich sah soeben, wie die heilige Lanze den Sonnenstrahl zu einem Kreuz formte. Eine Stimme sprach zu mir, dass ich das Fenster öffnen muss, damit der Strahl mich nicht blendet, sondern leitet. Morgen werde ich mit Dabrova, ist ja falsch, Dobrava, vermählt. Doch ich werde ihr Bett nicht in Sünde teilen. Höre und sage es dem Kaiser des Abendlandes. Noch ehe ein Jahr vergangen sein wird, werde ich Mieszko, Herzog der Polanen, aus dem Haus der Piasten, das Zeichen des Kreuzes auf seiner Stirn empfangen. Das ist doch nicht so schwer. Für dich nicht. Für mich nicht. Nee. Ich muss einfach mal aufhören, ja alles so pathetisch vor der Herzen zu tun. Echt jetzt, das geht ja mal auch nicht. Hier entwickelt sich bei mir immer mehr die starke sexuelle Fantasie, mich übers Knie zu legen. Was ist das schon wieder los, ey? Es kotzt mich an, ein halbes Jahr später und nicht ein Deut weiter. Jetzt sind wir wieder da angekommen, ey. Es kotzt mich an. Kotzt mich einfach an, ey. Lass mal deine Mutter zu Hause. Nee. Wenn du meine Mutter repräsentieren willst, dann darfst du das tun und sie von mir genauso gehen. Als ob ich das will. Als ob ich sowas will. Alter, als ob ich sowas will. Und nur klein. Ich will das aber nicht. Ja, wie kann ja sein, dass du es nicht willst. Da sind wir wieder bei. Ich will das nicht. Klar willst du das. Du willst mich gut behandeln, stimmt's? Sprich zur Hand. Talk to the poor. Quatsch mit dem Arm, ey. Mach's aber nicht mit dem Maul. Wer? Feuer, wer? Ich hab einen Samen gefunden. Riesig, ich weiß doch nicht mehr. Man sieht es schon. Big Brother is watching you. Watching me? Watching me. Das ist aus so einem 90er-Jahre-Hit, aus irgendeinem Mix. So, jetzt hören wir trotzdem eins tun. Wenn wir jetzt wir selbst angucken, und zwar über Videobeamer oder gleichzeitig auf mir. Ja! Dazu machen wir Astro. Machen wir! Strom oder denn doch hier? Strom. Ich habe keinen Strom. Strom. Liebst du mich lieb? Nicht hast du mich lieb, sondern liebst du mich lieb? Liebst du dir heute schon die Zähne geputzt? Nein. Du trinkst freiwillig Becks. Naja, das ist alles, was übrig blieb. Aber Thomas heißt er. Ne? Thomas ist. Ja, er heißt Thomas. Also hat er doch mehrmals erwähnt heute schon. Thomas hat er nur erwähnt. Ja, doch, nur wie oft denn noch?
Ja, schön, dass du mich daran erinnerst, dass ich ein Wurm bin. Dass ich ein Wurm bin. Wir müssen endlich mal die Glaubenssätze festnageln. Die 95 Glaubenssätze gleich mal in deine Tür hämmern, ey. Ja, oder? Ja. Ja. Hämmere mal 95 Glaubenssätze an die Tür. Das tätowierst du mir die auf den Arsch. Vergiss es, ey. Das hättest du ja noch. Nee, eigentlich nicht. So groß ist dein Arsch nicht. Ich will ein Thesenpapier drauf haben. So, ich mach jetzt einfach schon mal rein. So, jetzt gucken wir uns wir selbst an. Bin sehr gespannt.